Hallo, ich habe mir am Samstag einen Käferkeller gebaut und ich wollte euch jetzt mal erzählen, was ich da so gemacht habe. Wozu baut man überhaupt einen Käferkeller? Naja, Holz ist in der Natur ein ganz wichtiger Rohstoff. Wenn Totholz verrottet, von Pilzen besiedelt wird und so weiter, verändert es sich und wird für Käfer dann zu einer wichtigen Brutstelle. Die legen dort Eier ab, die Larven ernähren sich möglicherweise davon. Und so einen Totholzkeller, den kann man bei sich wunderbar im Garten anlegen. Am besten ein Loch ausheben, das mindestens 30-40 cm ist. Manche empfehlen 80 cm wegen Frost. Sollte mindestens einen halben Meter auf einen halben Meter sein, besser einen Meter auf einen Meter. Ja, und da füllt man einfach kräftig Holz rein. Wenn man Eiche reinlegt und das Glück hat, dass in der Nähe vielleicht auch eine Hirschkäferpopulation existiert, dann kann das natürlich auch toll sein, dass man auf einmal Hirschkäfer im Garten hat. Ja, was habe ich also gemacht? Ich habe also ein Loch ausgehoben, ungefähr ein auf einen Meter, habe dann von dem alten Dachstuhl verschiedene Balken rein, habe von meinem Apfelbaum und von Linguster so 30 cm Stücke rein. Die hatte ich schon, die wollte ich eigentlich als Feuerholz verwenden, jetzt kriegen sie die Käfer. Darauf habe ich dann Kleinschnitt von Apfelbaum, auch wieder so 30 cm Stückle. Ja, nochmal vier von diesen Balken, dann habe ich noch an die Seite ein bisschen Stein und später halt noch ein bisschen mehr, damit das Ganze ein bisschen hübscher ausschaut. An den Seiten habe ich die Grassoden noch so als Erhöhung hingelegt. Ja, und dann war das Ding eigentlich fertig. Und von daher, wenn ihr Platz habt, wenn ihr totes Holz habt, fahrt's nicht auf die Deponie, sondern baut euch einfach einen Käferkeller und euer Garten wird es danken, weil da werden sich sicherlich wieder viele spannende Arten bei euch ansiedeln. Macht's gut!